nachladen. Da jetzt so. Zack, geblendet, wa? Ma. Ich hab die Taktiken. So, da wo die herkamen. Ist hier noch irgendwas? Also, das ist ein gelber Pfeil. Ja, hier ist sogar noch was. Genau deswegen guckt man sich da oben. Genau deswegen. Sehr schön. Danke, 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 danke. So, geile Nummer. Eine verdammt geile Nummer. Hier sind mir ein paar zu viele Raben. Oder Krähen. Oh, Lichtleben. Ich frage mich, was man bekommt, wenn man alle Thermoskannen hat. Ein Kaffee. Da vorne ist Barry. Und hier ein Manuskript. El Escriptico. Mit Ausguck. Mit Guck aus. Hartman sah zu, wie Wakes Gesicht sich entspannte. Der Mann war fraglos ein Kämpfer. Noch auf dem Bett hätte er Hartmans Nase fast ein zweites Mal gebrochen. Doch mit ein wenig Zeit würde er Wake schon brechen und in die richtige Richtung lenken. Wake war das vielversprechendste Versuchsobjekt seit Tom. Schlafen Sie gut, Alan, flüsterte Hartman lächelnd. Ich kümmere mich um Sie. Er schniefte kräftig, um seine pochende Nase freizumachen. Das Blut schmeckte er kaum. Ja, der hat auch so eine komische Art zu reden, der Hartman. Also so dieser typische Bösewicht. Besserwisserisch, arrogant, aber doch nur so hinter... So. Wie nennt man das? Durchtrieben. So, durchtrieben. Barry, Bruder! Kannst du das Tor öffnen? Vielleicht. Barry. Ich habe es zugehauen, als die Bösen aufgetaucht sind. Und der Schlüssel saß etwas locker im Schloss, also... Barry. Ich hab ihn gleich, nur keine Sorge. Barry, die kommt von überall. Jawohl, lass sie kommen. Mach schnell, Barry! Ja, bin schon dabei! Die zwei Großen müssen vor allem. Ja! 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 Ah! No, so! Und den hole ich mir auch noch so. Ja, tut weh. Na, komm hoch hier. Davor. Ich habe eine Münze gefunden! Barry, haben wir da gerade für Zeit? Okay, nachladen, schnell, bevor der da ankommt. Ich hab ihn, ich hab ihn! Nein, warte, es ist ein Zweig. Au, au, fuck! Ich hab den Schlüssel! Geh mal da zu deinen Kollegen. Wir müssen los. Steig ins Auto. Ich hab grad andere Sorgen gehabt. Bitte sag mir jetzt, dass wir auf dem direkten Weg sind zum nächsten Auf Wiedersehen in Bright Falls Schild. Okay, wir fahren jetzt zur Anderson Farm. Ich wusste, dass du sowas sagen würdest. Weißt du was, für die Sache habe ich echt was gut bei dir. Wenn wir das überstehen, wenn wir es schaffen sollten, dann bin ich fertig mit der Dunkelheit. Das kannst du mir glauben. Du kaufst mir eine Sonnenbank und dann lebe ich für den Rest meines Lebens da drin. Macht nichts, Barry. Oh, du sagst es, El. Du bist komplett irre. Du bist bei weitem der verrückteste Typ. Aber vielleicht muss das sein, wenn man es mit so verrückten Sachen zu tun hat wie wir. Es hilft.
So was passiert, Barry. Alice. Sie hatten Alice nie. Sie ist gefangen im Dunkel am Grunde des Sees. Aber sie ist nicht tot. Al, woher willst du das wissen? Ich weiß es, Barry. Ich kann... Al, ich... Ich weiß. Hör zu. Ich kann sie zurückbringen. Kann sie wiederfinden. Dieser Ort hat etwas Besonderes. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die hier erschaffen wird. Er macht sie wahr. Aber da ist ein Haken, das Dunkel, was auch immer das ist, verdreht alles nach seinem Willen. Das ist der Grund, warum das alles passiert. Es benutzt mein Manuskript, um alles zu übernehmen. Al, ich glaub dir ja. Das ist Thomas Zane schon passiert und auch den Andersons. Ich glaub dir, du bist durchgeknallt, aber nicht wahnsinnig. Sonderbares geschieht hier in der Tat. Ich bin dabei, Mann. Ich bin dabei. Die Andersons wussten Bescheid, aber sie waren von den Pillen so zugedröhnt, dass sie es mir nicht erzählen konnten. Aber sie haben es aufgeschrieben. Eine Nachricht auf ihrer Farm. Wir müssen sie nur finden. Pass auf! Gott verdammt, er spricht mit mir! Ich hatte meine Waffe verloren. Na klar. Barry war nirgendwo zu sehen. Hat er gerade gerufen. Barry! Barry! Oh Mann, es geht dir gut. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich habe versucht, aus dem Auto rauszukommen, aber der Boden gab nach. Mann, was für ein Sturz! Keine Sorge, dein Starschnitt ist noch ganz. Vergiss den, bist du okay? Ich bin in Büsche gefallen, hab aber keinen Kratzer. Du, da kannst du nie im Leben runterklettern. Das ist quasi wie eine Klippe. Hab ihn kurz nach vorne laufen sehen, aber... Ich hab irgendwie das Gefühl... Hier unten bewegt sich was! Barry, ein Besessener, nimm eine Leuchtfackel! Ja! Barry, alles in Ordnung? Mir geht's super, Al. Alles okay. Er hat sich wohl noch nie mit einem waschechten New Yorker angelegt, was? Ich glaube, Barry wird auch irgendwann einer der Besessenen. Du musst deinen eigenen Weg zur Farm finden, Al. Ich warte dort. Barry, warte auf mich, okay? Ich bleibe nicht hier, das wäre Selbstmord. Ich mache mich auf den Weg zur Farm. Ich gehe vor und sichere das Gebiet. Du kannst ja nachkommen. Mach dir keine Sorgen, hab alles im Griff. Jetzt ist der Rambo. Es würde in einem Desaster enden, wenn ich Barry nicht einhole. Wieso rennt er die ganze Zeit mit dem verdammten Schild rum? What the fuck? Also mit dem Pappaufsteller von mir. Beziehungsweise von Alan. Moment. So, sorry. Geht weiter. Okay. Na klar, na sicher. Oh ne. Oh shit. Licht. Ist das hier richtig oder? Ich glaube, hier ist noch ein Manuskript, ne? Als er vor der Anderson Farm anhielt, war Walter erleichtert. Das Vergessen war nicht mehr fern. Die Brüder würden in der Klapse eine Flasche Schwarzgebrannten nicht vermissen. Dann sah er den Mann auf der Veranda und wusste, wer das war. Er fuhr um sein Leben, in dem Wissen, dass es nutzlos war. Er merkte erst, dass er weinte, als ihm die Tränen die Sicht nahmen. Who the fuck, wer ist denn jetzt Walter? So viele Namen. Nichts in den Regalen, ja? Oh, shit. Okay, hier, safe. Oh, krass. Okay. Das Licht wird euch... Hey! Mach das Licht an. Na komm, hier bin ich, ja komm.
Ah, verdammt, die kommen lieber nicht. Nein! Ach, Mann. Alter, Mann. Wo ich das scheiß Manuskript nochmal aufheben? Ich könnte kotzen. Die Objekte, die kann man auch nicht dodgen, ne? Pass auf, scheiße auf Manuskript. Ich glaube, das bringt uns sowieso nichts großartig. Keine Lust, ja, jetzt nochmal reinzurennen. Ist da oben was drauf? Ach man, wie kommt man denn da rein? I'll take it. Weiß nicht, ob das der richtige Weg war, aber ich nehme das. Oh nein. Autsch. 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 Ach du verdammtes Drecksfahrzeug, dann leck mich am Arsch. Oh ja, genau, der spawnt einfach wieder da, WTF. Oh, sind die Dinger ätzend. Shit. Okay, schnell, schnell, schnell. Bloß weg davon. Hüppa. Licht? Andy, Licht? Agent Nightingale starrte den ohnmächtigen Schriftsteller an. Der Mann holte den Schlaf einer höllischen Nacht nach. Nightingale war neidisch auf Wakes wohligen Schlummer. Aber er hatte noch etwas zu erledigen. Er legte die Waffe an Wakes Kopf und wurde fast zum Mörder. Seine Hand zitterte und seine Kehle schnürte sich zusammen. Er biss die Zähne zusammen und versuchte abzudrücken. Er fand den Mut nicht. Wake rührte sich. Eine Verhaftung würde ausreichen müssen. Licht. Da, okay. Wollte gerade sagen, hier sieht es irgendwie nicht nach Licht aus. Ach, Mann. Schon wieder vergessen, dass es da ist. Im Hallen. Heil. Gut. Nicht heilen. Warum wackelt die so? Also ich verstehe warum, aber... Mir bewegte sich etwas. Sich dem Feind ohne Waffe zu stellen war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Trust no one in the dark. Alan in the dark. Ah ne, jetzt war was anderes. Was? Das ist eine random Aussage. Omega 3 Fettsäuren sind gut für das Herz. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ah. Ja, genau. Okay. Ich brauche keine Omega 3 Fettsäuren. Lass mich in Frieden. Now we're running. Nimm die Lampe in der Hand! Lauf, Elle, lauf! Fucking Arschlöcher! Holy moly! Haut mir mit eure verdammten Omega-3-Fettsäuren! Who the fuck is this? Ein Auto entfernte sich von der Farm, und zwar in dieselbe Richtung wie ich. Wahrscheinlich war es Barry, der wieder, ohne nachzudenken, einen Vorstoß wagte. Bin mir da sehr unsicher, ob das Barry ist.
eine bessere Hochleistungstaschenlampe. I take that. Irgendwann nehme ich die. Mein Gott, wie lange da eh gedruckt halten muss. Okay, hier liegt sonst ist hier nichts. Alles klar, keine Panik auf der Titanic. Hol mich ab, Junge! Folge dem Licht! Ich war unterwegs zur vorausliegenden Hütte. Es war nicht weit. Wenn es Barry war, würde ich bald den Schaden sehen. Ich bin hier, Barry! Oh shit! Alter, ich dachte gerade, ich falle da runter. Was ist das? Ich versuche, jede Seite zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu übergeben. Ich zeige Ihnen, wie die Geschichte weitergeht. Ich hatte das Licht schon einmal kurz gesehen. Es war mir im Traum erschienen. Es war ein seltsamer Astronaut oder Taucher in einem klobigen Anzug. Er hatte meinen Pfad mit den Seiten gepflastert. Das Dunkel folgte der Choreografie des Manuskripts. Es wurde immer stärker, bewegte sich wie ein Sturm von einem Ort der Verheerung zum nächsten. Und doch war es an den Verlauf der Handlung gebunden, gefesselt an seinen dunklen Ursprung. Wenn die Geschichte das ersehnte Ende erreichte, wäre es endlich frei. Aha. Ich weiß noch nicht ganz, wer dieser Narrativsprecher sein soll oder der uns einmal dazwischen labert. Oder die Seiten halt gibt. Vielleicht sind wir das doch selber. Alter, was sind das für Traps? Gibt das so Sinn so neben? Zu viele. Auf einen Punkt meine ich so. Oh nein, schnell hier zum Ding. Aufheben. Nehmen. Jemand hatte eine Waffe dagelassen. Das war meine Chance, die Farm zu erreichen. So, Licht einschalten. Dann kann ich kämpfen. Ah, perfekt. Kannst du hier die Trap reinlaufen? Oh, warum bist du so ein Arschloch? Du hältst ja nebenher. Hier in die Trap rein. Mehr juckt dich nicht, ne? Juck dich einfach nicht, die Trap. It's a trap! Verdammt, ich hab nur noch einen Schuss. Autsch. Oh nein. Okay. Wenigstens gibt's hier einen Weg raus. Hat sich jemand gedacht, wenn die da runterfallen, dann können die da raus. Wer auch immer da nicht den Weg hat lassen einfallen lassen hat. Sehr gut. Oh, zack. Achso, okay. Die übernommenen Sinken erfüllt mit Dunkelheit. So weit bin ich auch schon. Schade, dass sie nicht in die Traps reinlaufen können. Oh shit, vielleicht kann ich ein bisschen Munition sparen. Schön da hinten geblieben. Trap. Now we're rushing. Blenden und rushen. Oh shit! Ah! Ah! Licht! Au! Man könnte auch prinzipiell von dem Pazifisten run machen, ne? Nicht einfach töten. Ich sah das Auto, aber keine Spur vom Fahrer. Kein gutes Zeichen. Polizei, hör doch! Barry? Hallo?
Ist hier jemand? Barry? Nicht! Danny! Du bist nicht da! Bitte! Was? Was machst du? Was? Nicht! Es tut mir leid! Nein, ich loote erst, bevor ich da hochgehe. Die Vordertür war verschlossen. Ich will gar nicht wissen, was da oben passiert. Ich will das Auto nehmen und tschüss. Leatherbitch, jeder für sich. Alice ist mein Prioritätsziel Nummer 1. Aber nein, ich muss da hoch. Ich muss so tun, als würde ich mich dafür interessieren, was da mit jemandem passiert, der mir wahrscheinlich völlig fremd ist. Oh, nicht Barry. Okay, nicht Barry. Sie waren neulich im Gefängnis. Ich war wieder bei der Farm. Wegen dem Schnaps, wissen Sie? Er macht einen klar. Die werden ihn nicht vermissen. Die sitzen in der Klapse. Aber mein Kumpel, Danny, er ist verloren. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Das ist nicht er. Wie die schlechte Fortsetzung von einem echt guten Film. Wo der beste Freund plötzlich der Böse ist. Wer schreibt denn sowas? Wahrscheinlich ich. Ich glaube, das war die Anekdote dafür, dass Barry... Oh nein. Und ich hab dir nur das Licht angemacht, Bruder. Ruhe in Frieden. Ah, fuck. Ich habe in meinem Kopf alle Möglichkeiten durchgespielt. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte, die sie, mich und alle anderen in dieser Stadt töten wird. Niemand wird überleben. Die Dunkelheit wird alles verschlingen. Das wollte es die ganze Zeit. Es will frei sein. Es hat Alice benutzt, um an mich heranzukommen, sie als Köder eingesetzt, um mich weiter anzutreiben. Ich werde das ändern. Ich werde entkommen. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Ich bin jetzt Protagonist. Es fühlt sich wie ein großes Risiko an, ist aber der einzige Weg, Alice zu retten. Auch ich bin wie jeder andere Akteur an die Geschehnisse der Geschichte gebunden. Sie muss logisch bleiben, damit das hier funktioniert. Es muss Opfer geben, knappe Flucht, Spannungsbögen. In einer Horrorgeschichte ist es nicht sicher, dass der Held Erfolg hat oder überhaupt überlebt. Als nächstes werde ich meine Flucht beschreiben. Ich brauche Hilfe. Zane wird mir helfen. Ich werde es geschehen lassen. Und so sind wir hier gelandet. Wir haben uns selbst in die Geschichte eingeschrieben, die sie verwirklichen lässt. Damit wir Alice retten können. Eieieiei. Na, ob das so eine geniale Idee war? Ich zweifle sehr. Man hätte auch einfach jemand anderen zum Helden machen können. Ich war so für, ich war so sicher, dass es die Tür ist. Lassen Sie mich raten, Danny, hä? Das war mal Danny. Weil ich glaube, den zweiten Teil müssen wir auf jeden Fall festmachen. Die Farm war immer noch ein gutes Stück entfernt. Ich brauchte ein Auto, um schnell hinzukommen. Aha. Oh, eine Blindgranate. I take that every time. Okay. Vielleicht ist der Atem, den man hört, auch der Atem der Frau, die uns die Geschichte schreiben lässt. Bitte was? Ah, da. Oh mein Gott, der Typ, der uns die Seiten zukommen lässt, bin ich wahrscheinlich selber, ne? Es ist Alan selber. Ich weise dir den Weg, damit du mal ins Licht gehst und so.
Für einen Moment überlegte Hartman, den Idioten zu erwürgen. Mott war böswillig, aber leicht manipulierbar. Emotional ein Kind, das nach Anerkennung gierte. Wake war dagegen viel schwieriger. Mott hatte ihm zu viel Leine gelassen. In 2 Tagen konnte zu viel passieren. Hartman musste ihn schnell wieder in den Griff kriegen. Ich hab grad noch gesehen, wir haben da noch eins hier. Das Gewitter tobte, während die Anderson-Brüder schwankend mit den anderen Patienten die Klinik verließen. Sie wussten, dass sie diesmal nicht zurückkehren würden. Die Dunkelheit um sie brodelte mit Schrecken, doch Thor und Odin hatten keine Angst. Arglist funkelte in ihren Augen. Sie kannten jeden geheimen Weg und hatten Blut an ihren Händen. Sie hatten die Schatten schon mal bekämpft. Schon mal, okay. Das heißt, wir sind nicht die Ersten unbedingt? Also ich meine, klar, der andere Schriftsteller war schon mal hier, aber... Warum kann sich dann keiner erinnern? Oder sind alle gestorben, bis auf die beiden Rocker-Heinis? Wäre möglich, nicht wahr? Also ganz ehrlich, wenn ich so ein Haus habe, dann kann ich da auch ein Scheißhaus da reinbauen. Wenn ich so ein Piss-Dixi-Klo hier in das Haus machen muss, aber ich gehe doch nicht nachts hier raus, um zu pinkeln. What the... Da gehe ich lieber oben ans Fenster und pinkel aufs Dach oder so. Ganz ehrlich, aber hier würde ich nicht nachts rausgehen zum Pissen. Wenn Barry nicht hier war, steckte er wohl auf der Farm in Schwierigkeiten. Ich fühlte mich ein bisschen schuldig, weil ich an ihm gezweifelt hatte. Ich hatte mich bis hier allein durchgeschlagen, aber Barry war Barry. Oh, scheiße, sorry. Ich hab nicht damit gerechnet, dass er das Gespräch unterbricht. Ich dachte, der redet einfach weiter. Fahr erst oben hin. Oder hier auch. Mein Gott, das wackelt immer bei den Böden hier. Baut mal richtige Straßen. Verdammt noch eins. Oh. Sehr schön. Und hier oben? Nichts. Heftige Hütte, ne? So ein Zimmer. Also ein einziger Raum. Oh. Sorry, ich habe fahren gelernt in Asien. Okay, now we're talking. Scheiße, das Auto. Mm.